Die Tagesordnung ist erschöpft. Ich gebe bekannt, dass in der heutigen Sitzung die selbstständigen Anträge 2161a bis 21. Es gibt einen Neuwahlantrag. Am Rande des heutigen Plenartags hier im Nationalrat einigten sich alle 6 Fraktionen auf diesen. Nun sind Regierung und Hauptausschuss am Zug, um den geplanten Neuwahltermin für 15. Oktober zu fixieren. Eigentlich wollte die Regierung bis dahin in den verbleibenden 5 Monaten noch offene Projekte abarbeiten. Allerdings wurde die bereits seit Monaten ausverhandelte Gewerbeordnungsreform heute in den Ausschuss rückverwiesen. Der Grund? Es fehlen wohl noch Stimmen der Opposition für die dafür nötige Zweidrittelmehrheit. Politisch turbulente Zeiten also. Und genau darum geht es auch morgen hier bei uns auf ORF3 ab 20.15 Uhr. In einem Politik-Spezial diskutiert ORF3-Chefredakteurin Ingrid Turner mit einer hochkarätigen Runde über die Tage des Umbruchs, die sich in der SPÖ mit dem Ende der Ära Faymann vor genau einem Jahr ereigneten und was sich seitdem verändert hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse und weiterhin informatives Fernsehen mit ORF3 Kultur und Information. Ihnen noch einen angenehmen Abend.